Der Käse! Hi. Hi. Du brauchst uns gleich zu reagieren. Hi, 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 hi. Ich habe überlegt, ob ich wirklich so anfange, und ich habe es getan. Schäm dich. Boah. Ich schäme mich nicht, ich bin da so dumm zu. Ach so. Anders heißt der Käse. Übrigens. Käse? Und die Laserbrücke. Ah. Wird geladen. Wird geladen. Und ich kann nicht weiterklicken, doch, jetzt. Taha, bin schneller. Bei mir lädt noch, jetzt geht's. Haben wir das schon gelesen? So. Ja. Ach ja, stimmt, die haben wir letztes Mal schon angeschaut, ne? Fähren. Ja, haben wir. Vielleicht haben wir das. Weiß ich nicht, kann sein. Haben wir. Genau, ich wollte eigentlich eine andere Verstärkung einbauen, das habe ich nämlich nicht getan. Hoch! Klingt so komisch, wenn ihr lauter seid als das Spiel. Nein, ich habe nämlich gerade die Söldner umgebracht. Ich habe Spiele grundsätzlich immer sehr leise, sag ich nur. Ich habe mein Spiel immer sehr laut, wie ich schon mal gesagt habe. Ich mag das irgendwie. Schafft Immersion. Ach so. Du schwebst. Genau. Hier siehst du Immersion. Du schwebst. Mhm. Ja, jetzt habe ich das Spiel auch leise. Jetzt schafft es keine Immersion mehr. Jetzt ist das alles ganz schlecht und normal und... Bringt das eigentlich einen um? Was denn? Nö. Nö. Uns macht es keinen Schaden. So, dann komme ich jetzt auch mal hier endlich wieder ins Spiel. So. Nachdem ich erstmal hier meinen... endlich mal die richtige... Dings ausgewählt habe. Hier... Fähigkeiten, Unterstützung und letzte Punkte. Wir können eigentlich so anfangen, wir müssen noch gar nichts bauen, oder? So wie das aussieht, eigentlich nicht, ne? Tun wir es trotzdem. Wir sollten versuchen, das aber so zu lenken, dass wirklich die immer einen geraden Weg an diesen Teilen entlang gehen müssen. Hallo, hab ich versucht. Tschüss, Leistungswarnmeldung. Was zu jedem guten Video dazugehört, eine Leistungswarnmeldung drin zu haben. Ist eigentlich jedes Mal so bei dir, oder? Jedes zweite Video von dir hat eine Leistungswarnmeldung. Ja, ich weiß nicht. Am liebsten eigentlich Colosseum und Sanctum. Ja, ja. Waren das alle Blöcke, ja. Vielen Dank. Wie machst du das eigentlich? Hast du immer so ganz kurz noch Tipps, dass du nur einen übergibst? Ich klicke halt ganz, ganz kurz auf die Maus. Ich bin das Gewinn vom T-Worlds. Ich kann so schnell klicken. Hey. Nah dran. Nee, es war schon so gewollt. Was bauen wir? Ein Blitzturm. Ah ja, der ist nicht schlecht. Vielleicht ein Kanonenturm noch hinterher, war? Nein, ein Streulaser. Kanonenturm. Streulaser. Kannst ja dahinter packen. Ach so, hast du schon. Kairos? Streulaser. Ja, erstmal den hier ab. Weiß nicht, ich habe noch so ein paar Sachen, die ich bauen könnte, theoretisch, aber hey. Du hast selbst gesagt, wir brauchen eigentlich momentan nichts bauen bei der Welle. Ja, stimmt auch wieder. Dann rüste ich das Teil hier noch schnell auf, so. Huch, ach richtig, die habe ich auch neu. Blitzturm können wir auch, glaube ich, noch schaffen. Nee, fehlen 5. Doch, wenn wir alle drauf zahlen, dann... Vego, du auch? Was, du hast, glaube ich, auch noch 5. Ich hab noch 5, ja. Blitzturm da. Perfekt. Burst. So, die neue Waffe mal ausprobieren. Ach Mist, die habe ich jetzt gar nicht mitgenommen. Hast du das letzte Mal schon nicht. Gatling Laser. Und wie ist das so? Ach, was? Du schießt Achtung. Laser. Ungefähr so wie eine Gatling. Wenn ich eine auflade. Schießt dann eine Entladung nicht nochmal rum. Cool. Gut zum Rollen. Also allzu stark ist jetzt dieser Laser auch wieder nicht, aber hey.
Macht halt fett in der AOE. Nee. Doch, schon so ein bisschen, ja. Besonders, weil er jetzt hier praktisch gerade einmal durch die Lane durchgeht. Und der geht halt schräg, aber hey, was soll's. Ja. Lassen wir wirklich immer so laufen einfach? Ja, ne? Jo. Das beste Taktik eigentlich. Eigentlich schon. Problem ist jetzt nur, dass eben der dritte Laser hier genau auf einer Spur wäre, die man legen würde. Markus. Gut, da können wir dann ja drumherum bauen. Hat jemand noch 100 Punkte übrig? Ich hab sogar noch 400 Punkte. Einfach mal reinpumpen. Wir könnten hier auch wieder so ein Amp-Setup machen. Das auf jeden Fall. Ja, das sowieso. Okay. Stell ich mal hier eine Amp an. Die nächsten Türme sollten dann immer hier im Bereich. Ich würde nämlich gerne dann einfach hier am besten so einen Raketentor hinstellen. Ah ja. Why not? So, Sparkles. Ah, mir fehlen 5 Punkte. Toll gemacht. Hä? Ach, das Loading. Du hast noch 3 Punkte übrigens, ne? Simon. Ja. 3, genau. Ich seh's. Ich auch. Noch. Jetzt ist er nicht auf, da was mir übrigens jetzt aufgefallen ist, was ich jetzt auch, glaube ich, erwähnen kann. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Runde schon erwähnt habe. Ja. Ich war in der letzten Runde nicht der, der am wenigsten Schaden ausgeteilt hat. Nicht? Nee. Wer dann? Das war's, glaube ich, sogar. War, glaube ich, entweder. Ja, entweder war das Markus oder du warst das. Es kann sein, dass ich das war. Aber auf jeden Fall war ich es diesmal nicht. Ich war Zweiter. Wenn auch knapp. Vielleicht den Streuleiser auch noch in der Amp-Range oder so. Joa. Wird schon Sinn machen. Würden dann nicht, aber ich wollte gerade sagen, würden die da hinten auch da mehr Sinn machen, ja genau. Was haben wir denn? 14 Mutagenkotze. Na, die würden hier nicht so viel Sinn machen. Ja, eben doch. Weil hier der Laser einmal ganz quer durchgeht. Das ist stimmt. War jetzt so mein Gedankengang. Ja, aber den können wir nur einmal nutzen. Und das verschafft dauerhaft. Das stimmt. Okay, machen wir's so. Okay, ready. Let's get going. Gehst du auf die Viecher, dann geh ich hier hin. Schlechte Schussgenauigkeit. Was? Der Gatling Laser. Ach, der geht sogar ziemlich gut. Der schießt meiner Meinung nach ziemlich genau. Gut, so auf Close Range geht das. Sobald es ein bisschen weiter weg geht, wird es schon kritisch. Mega plus, die kann man doch bis am Ende. Au. All clear for easy. Bist du, was du mit dem Pfeil ins Gesicht geschossen hast? Zeitlimit. Zeitlimit. Oh. Wollen wir das jetzt um 1 verschieben? Ja, komm. Die Jungen sind so rot. Was ist los? Nichts, gar nichts. Ich hab schon wieder was vergessen. Egal. Jetzt hat sie das erledigt. Was denn? Nein, das ist alles in Ordnung. Perfekt. Zack jetzt! Ich hab vergessen, das Programm so zu legen, dass ich sehen kann, wie lange wir aufnehmen. 9 okay. Minuten übrigens. Ach, die Punkte kommen später. Eben. Ah ja,
gehe hier hinten an die Ecke, an die Butler erstmal. Nicht an die anderen. Ich gehe mit dir. Ja, da sind ja auch die Dingsviecher. Hey, die stehen. Heiler. Übrigens kann man diese Laser doch mehrfach einsetzen, die laden sich einer ganzen Weile wieder auf. Und voll in den Po! Ja. Lebt trotzdem noch. Weiter reinholzen. Stabilen Kern haben wir ja, ne? Ja, den dürfte ich wieder haben. Hä? Achso, da ist noch einer von denen. Ja. Aufladeschuss und Arm. Ja, lief doch. Oh. So. Übrigens, ich mag die Gatlinge sehr gerne. Joa, geht's. Oh. Aber ich glaube, ich nehme trotzdem meinen Tesla wieder. Ja, ich nicht. Jetzt habe ich mein Geld verschenkt. Was? Irgendwem habe ich, glaube ich, gegeben. Ja, mir. Ja. Da fräst mal Türme. Hm. Okay. Könnt ihr hier noch einen hinsetzen? So war das, das. Ja, gut. Dann okay. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist die beste Taktik. Da holen wir ganz, ganz viel aus Amp raus. Wohl war, ja. Ah, so meinst du das? Klar. Mhm. Können wir wieder bis zum Tod boosten? Mhm. Bis zum Tod noch Fokus? Hinaus. Fokus. Ja. Aber erstmal den hier zu Ende upgraden. Und die Drohnen. Das ist Slow wäre hier auch nicht unbedingt schlecht. So ein. Kairos, glaube ich, heißt das Teil, ne? Hab ich dabei. Mhm. Da wo jetzt hier, also neben der Stelle. Ja, ich hab auch eine dabei. Ja, da hätte ich die jetzt auch hingesetzt, genau. Wollen wir noch mehr von diesen Spendern haben? Slow-Spendern. Nee, gerade erstmal nicht. Okay. Alles zu Ende upgraded? Ja. Wollen wir noch was setzen? Wir hatten noch Kohle für. Ja, eben. Mehr als genug. Hm? Also haben wir schon jeden Turm? Von meinen, ja. Wir haben eine Gatling noch, die kein Mensch mehr verwenden will. Seit ich hab noch eine Gauss. Haben. Hm? Och, Gauss ist auf der Map gar nicht so schlecht, glaube ich. Hat man nicht eine Gauss hier immer rumstehen? Ja, die habe ich aufgebaut. Ah, okay. Und stell sie wieder hin. Einfach in Amp-Range, genau. Da ich, super. Ich hab keine Kohle. Ja, wo bist denn du? Dann pumpt ich dir was. Da. Ach komm, jetzt fehlen uns 10. Ja, nächste Runde. Oh. I'm ready. Müssen wir zurückgehen, mal gucken, was kommt wo raus. Ah, da kommen Viecher, da kommen Viecher. Oh, da kommen Viecher raus. Ich bin nicht Schnorchler. Ja, dann gehe ich wieder mit. Wir können eigentlich fast immer so in etwa stehen bleiben. Jo. Bei mir kommen Rhinos, die werden hier eh durchrennen sofort. Das war schnell tot. Muss vorsichtiger sein. Und. Oh, das war schön. Wow. Ja, das hat einiges an Schaden gemacht. Das war ein schneller Tod, ja. Irgendwie One-Hit. One-Hit haben die mich gerade gekillt. Ja,
Complete Destruction. Schön. Absolut. Lief doch auch ziemlich gut, wenn wir ehrlich sind. Ja. Ja. Und ich glaube, wir können uns, glaube ich, ziemlich gut darauf einigen, dass ich derjenige bin, der die Laser immer anschaltet. Oh, okay. Weil ich das bis jetzt auch schon getan habe. Na, mach du mal. Ja. So. Was hat mir hier am meisten Schaden gemacht? 42, die Gau. Was? Das... 88, die Raketen. Die Kanone hat mehr Schaden gemacht als das Streulaser? Scheinbar. Ich habe das stärkste momentan die Raketen. Mhm. Und dann könnten wir hier noch eine bauen, wa? Ja, wo ist eigentlich der Fokus hin? Dahin. Die Raketen, also mein Raketenturm, oder wie? Ja. Ja. 88. Ah ja. Bauen wir noch Raketen. Pack mal rein, genau. Dann nicht. Nein, jetzt darfst du. Nee, das mache ich aber nicht mehr. Darf Markus halt weiter. Hm. So. Wie viele Plätze haben wir denn noch? Ah, wir haben noch genug. Wir haben noch 4 Plätze in Abend. Ist euch nicht aufgefallen, dass wir direkt vor der Stadt stehen? Mal ganz nebenbei. Jetzt schon. Hm. Wie haben wir es geschafft, vor dem Riesenvieh hier hinzukommen? Abkürzungen. Außerdem haben wir, glaube ich, so einen Flieger. Echt? Ein Shuttle. Hm? Ja. Warum laufen wir dann teilweise durch den tiefen Urwald, wenn wir einen Shuttle haben? Weil wir zwischendurch mal zwischenlanden müssen an den Kernen. Ach ja. An den Kernen, die man nicht abstürmen darf. Ja. Sinn? Hey, ich hab Minen gefunden. Was weiß ich. Ach, genau, die gab's ja auch noch. Wo waren die denn? Da hinten. Da hinten, ja. Ja, hier bei den Lasern, bei den ersten Lasern. Okay. Ach, da an der Ecke. Mhm. Ja, hier sind ganz viele Baufahrzeuge. Laufen wir jetzt wieder rum und machen hier, Ich lauf grad kurz rum, ja. Was, du laufst? Ich lauf. Du laufst. Facility. Oh. Wo bin ich jetzt? Oh, das Tor ist groß. Sehr groß. Und noch mehr Minen. Und eine Lampe. Ich meine, wir wissen ja, dass die Minen hier überall versteckt sind, immer. Mhm. Wie wäre das? Wollen wir dann? Fast runtergefallen. Jo, Moment, bin gleich wieder da. Aber eins will ich vorher noch testen, kurz. Ja. Also, einfach nur, ich gehe kurz auf Ready in der Zeit, das ist kein Problem. Nein, ich wollte das Teil nicht aufladen, ich wollte nämlich... Ah! Wie schön dieses Teil auch anvisieren kann. Denkste. Hä? Wie einfach keine einzige Waffe anvisiert, bis auf die paar Standardwaffen, die man hatte, ne? Alle Nebenwaffen können nicht visieren, vernünftig. Hm. Macht vor allem sehr viel Sinn, dass in der Visierhaltung der... Praktisch der Punkt, wo man hinschießt, immer gleich bleibt, obwohl die Waffe wirklich sichtbar mehrere Zentimeter wackelt. Ja. Sinn und so. Sinn und so. Klar. Das sind britische Waffen. Genau, britische Waffen. Die Defying Physics. Ja. Ja. Since 2088 oder so.
ein bisschen was mehr, glaube ich.